Lieben, wie ihr es seht, befinden wir uns mitten im Umzug. Es sieht recht chaotisch aus. Hinten in der Abstellkammer befindet sich Blacky und wir gehen ihn jetzt einfach mal überraschen. So, Moment. Huh! Shit, lass mich doch nicht einfach filmen, guck mal, wie ich aussehe. Ich habe, glaube ich, mehr Farbe an mir als an der Wand. Oh no. Ja, Leute, wir sind, glaube ich, gerade, wie ihr schon sehen könnt, mitten über den Umzug. Und ich bessere gerade ein bisschen die Kanten und die Fläche aus. Ja, aber die Gelegenheit ist eigentlich ganz cool, weil wir könnten eigentlich mal eine Roomtour machen im Umzugsstress. Ich glaube, das gab es auch noch nicht so oft. Und ist bestimmt auch für euch ganz lustig. Also, hier seht ihr auf jeden Fall schon mal, ja, unsere Abstellkammer. Ja, hier ist unser Flur. Ziemlich lang. Auf jeden Fall ausreichend, würde ich sagen. Also wir haben auch schon viel weggeräumt und eingepackt und so weiter. Also wir sind wirklich mitten im Umzugsstress. Ja, hier ist unser Bad. Eigentlich ganz okay. Ziemlich groß auch. Hier haben wir eine Dusche. Und da die Badewanne. Ja, ansonsten ist jetzt nicht viel, was ich euch hier zeigen kann. Was auf jeden Fall wichtig ist, das Scheißhaus. Das Allerwichtigste, nicht Spaß, Leute. Dann gehen wir einfach mal weiter durch den Flur hier. Das ist unser Schlafzimmer. Also wie ihr seht, steht auch nicht mehr viel. Unser traumhaft schönes Bett. Ja, hier noch ein paar Teile vom Schrank. Ein bisschen Chaos überall noch. Ja, noch ein paar Teile. Also ihr seht schon, wir haben auch ein ziemlich großes Schlafzimmer gehabt. Ein traumhafter Ausblick, ne? Auf ein paar Steine. ja, hier unser mega toller Spiegel, wo man sich immer so ein bisschen bewegen muss, dass man sich sieht. Ich sehe aber auch geil aus, mein Gott. Ja, was haben wir noch? Unsere Küche mit einer Glastür. Ja, ist eigentlich auch nichts Besonderes. Das ist unsere Küche, also nicht unser, die bleibt drin, gehört ein Vermieter. Ja, ansonsten halt viel Schrott, was hier noch rumliegt, beziehungsweise das Lebensnotwendige, was wir noch brauchen. Hier noch Schrank, unsere mega geile Tapete, ja, der absolute Hammer mit Blümchen. Ich finde sie voll fett. Meine Freundin wollte sie gern behalten und dann habe ich gesagt, okay, wir lassen sie dran. Hier sind noch ein paar Schuhe, die übrig geblieben sind, die noch nicht verpackt sind. Ihr seht schon, wir stehen auf Air Max, auch meine Freundin trägt gerne Air Max, ist eigentlich ein richtig geiler Schuh. Ja, viel mehr gibt es ja auch eigentlich gar nicht zu zeigen. Wir gehen jetzt einfach mal in die Blacky Kommandozentrale, ich denke, das ist der interessanteste Teil. Beziehungsweise steht hier auch noch am meisten. Na komm, Kamera. Sehr schön, Baby. Ja, was haben wir denn hier? Viel, würde ich sagen. Ne, auch nicht mehr alles, aber hier steht noch relativ viel. Hier haben wir noch einen alten Rechner, der, gut, der ist nicht wirklich alt. Das ist mehr oder weniger so mein Server, also wo bestimmte Programme, Dienste und Datenverwaltung draufläuft. Einen ganzen Scheiß, ja, einen schönen Drucker. Meine Xbox 360, die ich in den Schrank verfrachtet habe. Hier ein paar Spiele. Also ihr seht schon, ich habe nicht viele Spiele. Ich spiele meistens nur Call of Duty. Meine Freundin hat noch ein paar Spiele. Zum Beispiel wie Tomb Raider, The Evil Within oder The Walking Dead. Spielt sie ab und zu mal auf der Xbox One. Also nicht wundern, wenn ich mal auf der Xbox One online bin und mich nicht melde. Zu den Rest kommen wir gleich. Was haben wir hier noch? Ja, meinen geilen Stuhl. Beste Stuhl ever. Ein paar Kartons, wo ich dann noch die Technik verpacke. Das Stativ für die Kamera darf natürlich nicht fehlen. Ja, hier ist meine mega geile TV-Wand. Habe ich selber gebaut. Also einfach einen Plan gezeichnet, das dann gebaut. Unser Fernseher ist, glaube ich, 50 oder 55 Zoll. Ein Plasma noch. Ja, sieht natürlich richtig geil aus mit dem Steinmuster. Ist auch eigentlich beleuchtet, aber kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Ja, unser krass altes scheiß Telefon. Das neue ist schon im neuen Haus. Ja, von meiner Freundin das Tablet. Ja, ein paar einfache Boxen. Ein großes Soundsystem hat sich in der Mietwohnung nicht gelohnt. Ja, da ist unser Router. Das Ding hasse ich auch wie die Pest. Ja, von unserer Kamera die Verpackung. Meine Xbox One als Multimedia-Zentrale hier im Wohnzimmer. Darf natürlich nicht fehlen. Eignet sich echt perfekt dafür. Also das macht sie echt gut. Ja, was haben wir hier noch? Ja, ein bisschen Zetteln. Hier haben wir noch einen Controller. Und zwar
wenn es die Kamera hinkriegt. Das ist ein Day in One. Also die Konsole war Day in One Edition. Aber wisst ihr ja, glaube ich, alle schon, hier sind noch ein paar Lehnen von einem Sofa, was ihr hier seht, was wir auseinandergeschraubt haben. Ja, auf jeden Fall geile Gardinen, oder? IKEA for the win, würde ich sagen. Ja, hier ist unser Sofa, noch ein paar Bücher von meiner Freundin. Hier haben wir noch einen Laptop. Na, Kamera, was machst du denn heute? Ja, ist eigentlich ein richtig geiler Laptop, ein Lenovo. Ist ein i7 drin mit 3,5 GHz, 16 GB RAM. Ja, Grafikkarte ist GeForce GTX 960 und der hat ein 4K Display, Leute, in dem Laptop. Ist richtig geil. Viele werden sich bestimmt jetzt denken, was brauchst du 4K in einem 15 Zoll Laptop? Ist aber einfach richtig geil zum Arbeiten. Man hat wirklich eine viel größere Bildfläche, wo man arbeiten kann. Und wenn man sich das einstellt mit der Schrift und so weiter, kann man da echt prima drauf arbeiten. Jetzt kommen wir einfach mal hier zum hinteren Teil, da wo ich die meiste Zeit verbringe. Das gute Stück hier werdet ihr später noch in einem Video sehen. Also ich wollte euch das eigentlich gar nicht zeigen. Das ist ein richtig fettes Teil. Was sich damit auf sich hat, werdet ihr auf jeden Fall noch in einem Video sehen. Ja, hier noch ein schickes Bild, meine Cappies. Hier ist mein Monitor, ich liebe ihn einfach. 34 Zoll Ultra Widescreen. Ist ein mega fettes Teil. Ich kann ja mal schauen, ob er jetzt fix angeht. Ah, ich habe ihn, glaube ich, ausgemacht, oder? Nee? Na komm, genau. So, jetzt sieht man das erstmal, wie groß der wirklich ist. Ihr müsst euch vorstellen, das Bild hier, was ihr seht, also der Explorer, das ist ungefähr das, was ihr seht mit einer Auflösung von 1920x1080p bei zum Beispiel 24 Zoll Monitoren. Und alles, was ihr vom Hintergrundbild seht, ist das, was ich mehr an Arbeitsfläche habe. Also man kann ja wirklich viele Fenster nebeneinander aufmachen. Das ist natürlich richtig effektiv zum Arbeiten. Auch für Videoschneiden, die Timeline und so weiter. Ist richtig nice. Ja, hier noch ein paar Schachteln, SCUF Gaming. Meine Elgatos, die ich bekommen habe. Ja, G-View darf natürlich nicht fehlen. Meine Uhr. Ich habe halt schon, wie gesagt, vieles weggeräumt. Was haben wir hier unten noch? Hier haben wir noch mein Note 3. Meine Mützen von Elgato, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Meine Maus, die RAT 9. Ist halt kabellos, das Ganze. Hier ist die Empfangsstation. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch die Elgato, ja, ein paar FPS-Freaks. Hier haben wir mein Astro Mix M5.1, also das kabellose. Dahinter stehen noch ein paar Boxen, also nichts Besonderes. Hier ist mein Mikrofon. Ich finde dieses Mikrofon richtig geil. Das ist das Blue Yeti. Und echt für diesen Preis eigentlich mit fast das Beste, was man bekommen kann. Vor allen Dingen hat es USB. Man braucht nicht irgendwie noch so ein Mischpult. Hier mein Stativ mit meiner Webcam. 10920. Ich werde euch auch unten nochmal alles verlinken, wenn ihr da Bock drauf habt. Hier mein Tablet. Muss natürlich jeder sein eigenes Tablet haben. Ganz normaler Controller. Mein SCUF-Controller. Ja, hier ist noch ein Mixamp. Das habe ich gerade nicht in Benutzung. Hier ist die Sendestation vom Mixamp 5.1, da wo das Headset angeschlossen wird. Ja, mein Monitor, BenQ XL. 2430T heißt der. Ist ein richtig geiles Teil. Ich glaube sogar mit eins der besten zum Zocken. Ja, mein Headset. Wie ihr sehen könnt, das Beyerdynamic MMX300 ist, glaube ich, eins der besten Headsets, die ihr euch kaufen könnt, wenn ihr so viel Geld ausgeben wollt. Ist nicht jedermanns Sache, aber da ich auch gern gut und viel Musik höre, hat sich das natürlich für mich gelohnt und deshalb habe ich da einfach mal zugeschlagen. Ja, also das war es dann auch eigentlich schon. Viel mehr habe ich nicht. Und eine ganz normale Tastatur noch, da unten ein kleiner Subwoofer. Also ist leider nicht mehr alles vorhanden, aber werde dann auf jeden Fall im neuen Haus sehen. Dann werde ich dann mal eine richtige Roomtour und Gaming-Setup machen. Ich denke, das sollte jetzt hier auch erstmal reichen. Wie gesagt, ist bestimmt auch mal was anderes gewesen, mitten im Umzugsstress dabei zu sein, wie das Ganze aussieht. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr viele Daumen nach oben knallt. Und ansonsten, Leute, bleibt geschmeidig, lockerflockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almas.